Nee, Kätzchen, das muss jetzt nicht sein. Nein, geh auf meinen Schreibtischstuhl, ich sitze da eh gerade nicht drauf. Du gehst nicht auf den PC, geh weg. Na hallo, mein Dickerchen. Der sieht ja schon geil aus mit der Grafik. Der Verbannte. Wie besiege ich denn den nochmal? Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt musst du erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Oh, fuck. Lauf, Link. Herz. Oh, fuck. Okay, er fällt um, er fällt um, er fällt nicht wirklich nach hinten, oder? Verdammte Scheiße, er fällt nach hinten. Okay, reingerammt. Fuck, es kommt Licht durch die Fenster. Was wird... Alter! Der will mich doch verscheißern. Wo ist denn das Sackgesicht jetzt? Oh, ich bin ziemlich nah dran, alles klar. Oh, der läuft jetzt aber schneller. Oh, scheiße. Okay, ein Herz bitte, danke. Okay. Okay, er fällt wieder um. Hoffentlich nicht auf mich drauf. Ah, so ziemlich. Ich laufe auf der Seite lang, das ist meinen Augen sinnvoller. So, das war das zweite Mal ins Hirn gerammt. Entschuldigt, wenn ich euch immer ins Mikro huste, aber... Heilige Scheiße. Fuck, das schaffe ich nicht. Alter! Wie hoch ist denn der jetzt? Da hinten ist er. Au. Der wird schneller. Der wird definitiv schneller. Oh, fuck! Alter, wie hoch ist der? Ach, Ja, geht doch. Ja komm, das muss jetzt das letzte Mal sein. Komm schon.
Geht doch. Ich habe jetzt schon gerade gedacht, dass es wieder alles hängen geblieben. Na komm, bannen wir ihn erstmal wieder. Los, Link. Lenk die Himmelsstrahlen auf den Siegelstein. Schnell. Wow, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hallo. Jetzt hat er'n. Geht doch. Erstmal wieder versiegelt. Ach so, okay. Und wir versiegelten ihn. So. Geht doch. Sehr gut, Link. Musst du jetzt ankommen zum Kuscheln, ganz ehrlich? Auch wenn er gerade erst erwacht war. Es ist beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird es immer wieder versuchen. Wird er es immer wieder versuchen. Aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Die Bestie ist der Verbannte. Ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer. Die Geisel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir aufgelegten Bestimmungen zu erfüllen. Komm mit, Link. Es gibt viel zu bereden. Ja, naja, dann. Du, ich will dir nicht auf den Schwanz treten. Muss das jetzt sein? Hm. Ja, Kitty, ey. Ehrlich. Schlafen, fressen, kuscheln, mehr gibt's für dich nicht, ne? Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Er ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere Kraft, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, muss dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Firon, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranel. Du musst an diesen Orten verborgene heilige Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur, wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Ja, Zelda.
Es tut weh, das zugeben zu müssen. Aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Geh nun, Link. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Oi, alles klar. Alles klärchen.